Ja, Freunde, jetzt habe ich auch bald mal Feierabend. Jetzt noch die ganze Decke einmal in Q3 spachteln. Q3 heißt praktisch vollflächig scharf abziehen. Also seht ihr gleich, so dass die Poren gefüllt sind, dass überall praktisch dieselbe Masse drauf ist als Untergrund. Ich habe jetzt hier noch meinen Knauf Uniflott Finish. Den habe ich gerade einmal durchgemischt mit dem Spachtel. Ihr seht, also Konsistenz ist relativ weich. Man kann den auch noch was verdünnen, aber ich lasse ihn so und trage den so auf. Und das gucken wir uns jetzt an der Decke an, wie ich das mache, so dass ihr dann auch zu Hause eine Q3 hinbekommt. Also ich habe hier wieder ganz normal meinen Glätter und meine Kelle. Nimm den Spachtel, zieh den jetzt hier einfach willkürlich etwas auf. So. Und hier noch ein bisschen. So, dann nehme ich meinen Flächenspachtel und ziehe praktisch einfach nur so glatt auf, dass überall auf der Fläche Spachtel ist. Ja, also ihr müsst das nicht vorher verteilen, sondern einfach nur so auftragen. Hier in der Ecke muss ich ein bisschen gucken, dass ich da dran komme. So. Und wie gesagt, ziemlich fest drücken. Dass es nur scharf abgezogen wird. Da soll jetzt nicht groß eine Masse drauf sein am Spachtel. Und das lässt sich dann nachher auch richtig schön leicht runterschleifen, weil der ziemlich weich ist. Und der füllt auch noch gleichzeitig irgendwelche Fehlstellen, das was halt beim Spachteln übergeblieben ist. So machen wir das jetzt überall.
Ja, Freunde, ihr habt es gesehen, wie ich die Decke jetzt auf Q3 spachtel. Da vorne habe ich noch ein Stück. Das mache ich jetzt gleich fertig. Also so geht's, so einfach ist es, auftragen. Jetzt muss das durchtrocknen, das lasse ich bis morgen durchtrocknen. Ich muss morgen wieder arbeiten, also morgen Nachmittag schleife ich dann die Decke mit, ja, ich denke mal so mit 240er Papier. Und dann ist die wirklich popoglatt, dann wird die grundiert, tapeziert und dann ist die Decke fertig. Bleibt aber dran, es kommt noch mehr. Halt wie gesagt, ich denke mal, ich werde filmen, wie ich die Decke schleife und dann auch, wie ich sie tapeziere mit Vlies, mit Malervlies, Reparaturvlies, so dass da wirklich in den nächsten 30 Jahren nichts mit passiert, dass da keine Risse entstehen. Und dann werde ich auch noch die Lampen einsetzen, ganz spezielle Lampen. Also bleibt dran, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mal ein Like da. Und vielleicht auch ein Abo. Alles klar, dann wünsche ich euch noch was. Bis dahin, tschüss, euer Dirk.